Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 5. Juli 2019. Bevor ich erkläre die Botschaft aus diesem Maya-Kalender, möchte ich euch erwähnen, dass ich täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr persönlich erreichbar bin in meinem eigenen Hotline. Die Telefonnummer befindet sich unten in Infobox oder Ende dieser Aufnahme ist nochmal eingeblendet. Außerdem möchte ich meine Blitzberatungen empfehlen, geht auch blitzschnell. Diese Aufnahmen veröffentliche ich in meinem anderen Kanal, Venezianisches Liebesorakel. Ihr könnt Fragen stellen, ihr bekommt eine Legung dazu, eine Videoaufnahme selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt für nur 10 Euro. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. In diesem Kalendersystem haben sie 20 Wellen, das entspricht wie bei uns die 7 Tage Wochen, nur bei Mayas dauert das 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl die Mayas. Diese Wellen bedeuten Frequenzen oder Schwingungen. Wir befinden uns gerade in der 16. Welle in diesem Kalender und diese Welle heißt Kib. Das ist die Symbol dafür und Kib bedeutet übersetzt Eule. Das ist das Welle des Wissens und Welle des Verzeihens, regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zum Sehen, in die Tiefe schauen und dort Weisheit zu erlangen, die tiefe Zusammenhänge erkennen. Natürlich kommt alte karmische Themen hoch oder alter Schmerz, aber das sollen wir loslassen, davon befreien. Und dann verspricht das inneren Klarheit, inneren Kraft, inneren Weisheit und inneres Wachstum. Der heutige Tag ist der 12. Tag in diesem Welle. Die Zahl 12 haben die Mayas so gezeichnet. 5, 5 und noch 2 Punkt dazu ergibt die Zahl 12. Und das bedeutet Fülle, Wachstum, die Zusammenhänge zu erkennen, die Überblick verschaffen über etwas und bedeutet auch Wertschätzung, Selbstliebe und auch Liebe. Die heutige Energie heißt Manuk, eine blaue Hand. Und diese blaue Hand bedeutet Handlungen. Blau ist ein Symbol für Wasserelement und das symbolisiert unsere Gefühle und verbindet mit den vier Elementen, verbindet mit den vier Himmelsrichtungen, symbolisiert die Medizinrad der Mayas und es gibt die Vitalität, die Körperkraft, die schöpferische Energie, etwas im Tat umsetzen, handeln, blaue Hand. Und gleichzeitig verspricht auch Heilung. Die heutige Krafttier ist Hirsch. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.